Auf LA, auf eine erfolgreiche Reise für unsere ganzen Zuschauer. Ja. Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr an meinem Outfit schwer erkennen könnt, we fly to LA, baby! Wir haben es aktuell 10.28 Uhr, liegen morgen um 8 Uhr in der Früh. Von Wien nach Frankfurt nach LA. Und ich habe noch nichts gepackt, noch gar nichts. Damals, als wir nach Mexiko geflogen sind, da habe ich mir einen Koffer gekauft für umgerechnet 60 Dollar. Der ist jetzt wirklich im Müll gelandet. Nach 3 Jahren. Jetzt könnt ihr einmal hier raten, was dieses ganze Set gekostet hat. Geiler Koffer, ich sage euch, wie es ist. Wenn jetzt hier Leute sagen, hey Randy, die musst du erst waschen. Kein Mann auf der Welt, wenn er sich Klamotten kauft, wäscht die zuerst. Nike Boxershorts kann man immer rocken. Schaut mal. Wenn ich das jetzt so mitnehme, nach LA, denken die, ich habe das geklaut, oder? Wie kriege ich das jetzt ab? Es kommt so rein, ist mir egal. Dann, Ladies and Gentlemen, haben wir hier einmal für die LA-Reise. Boom! Zweitens, boom! In diesem Sinne sehen wir uns morgen in der Früh. 3 Uhr 28 nachts. Wir bleiben wach, weil wenn ich jetzt schlafen gehe und in 2 Stunden aufstehe, bin ich so wütend, dass alles vorbei ist. Ich ziehe mir jetzt noch irgendwas rein und dann schauen wir mal. That means nothing happens. Guten Morgen. How you doing, brother? Was geht? Good morning. Was lachst du so? Klaus, ich hab geschlafen? Nee. Alter, bist du jetzt Andy im Club mit deinem Strap, oder was? Haben die einen Strap, oder was? Ja. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen am Wiener Flughafen. How are you? Digga, ist das eigentlich dein Ernst? Ich wollte dich eigentlich gestern noch fragen, mit welchen Schuhen wirst du fliegen. Bruh. A few moments later. Deswegen konnten wir nicht einchecken nach Frankfurt. Ah, da wurde schon die ganze Buchung storniert. Also unsere ganze Buchung wurde storniert. Nice. Weil in Frankfurt Eisregen ist, jetzt haben wir ein Problem. Also wir waren jetzt gerade hier beim Schalter. Flüge sind umgebucht. Wir fliegen nicht um 8 Uhr, sondern um 11.30 Uhr über London nach LA. British Airways. Ladies and Gentlemen, ich hätte sowas von schlafen gehen können. Was ist das? Achso, du kennst deinen Hintergrund noch gar nicht. Alter, irgendjemand wollte unbedingt, dass wir, United fliegen. Weil wir wollten erst United buchen und ich so, nein, lass bitte Star Alliance fliegen. Lass irgendwie einen Austrian- oder Lufthansa-Flug bekommen. Ist cooler, ist sicher auch weniger los. Und jetzt fliegen wir über London, der Flug wird voll sein. Wo. Deswegen haben wahrscheinlich ein paar Leute geschrieben, hey, wir wären gerne live dabei bei der Reise jetzt. Jetzt seht ihr, wie es läuft. Alles gut. 3 Stunden später. Die uns warten lassen, ne? Ja, Bro. Auf jeden Fall haben wir gerade für 15 Euro ein bisschen Kaffee getrunken, was für Wiener Flughafen eigentlich sehr ein guter Preis. Es Hättest du was gesagt? Preise, nee. Gell? Ja, es war normal. Ich hatte ein Wasser, eine Cola und ein Kaffee. Du hast mehr Geld für Plastikfolie ausgegeben, als wir für unser Frühstück gerade. Sorry, Bro. Halbe Stunde später, ich weiß nicht mal, was die letzte Aufnahme war. Auf jeden Fall. Wie sicher ist es jetzt, dass wir da reinkommen, aber? 50-50? Ich komme so oder so rein für 55 Euro, aber da gratis reinkommen wir hin. Are you serious? Wir sind heute Gast, Sie dürfen nicht arbeiten. Super, dann trinke ich mal mehr Champagner jetzt. Genau. Da geht's Ihnen gut. Bruder, ich habe keinen Bock, so einen schnarrenden Fettsack neben mir zu haben beim Flug. Stell dir vor, ich schnarche nachher neben dir. Oh hell yeah, hier waren wir noch nie. Ich schwöre es, seit 10 Videos, immer wenn wir am Flughafen sind, zeigen wir euch die gleiche Lounge. Herzlich willkommen in der neuen Lounge in Vienna. Boah, ich will da hinten, da ist so eine Couch oder sowas. Voll der lange Weg zum Buffet, aber okay. Ich glaube hier, die sind nice, Bro. Steckdosen. Oder wir essen erstmal am Tisch und dann wechseln, es gibt eh genug Platz. Boah. Hey. Ja. Doch, da ist frei. Ja, Wow. Welche Seite willst du? Ich will die. Die sind bequem. Jetzt fängt der Urlaub an. Okay. Ich zeige euch jetzt in der ganz Schnelle, was hier alles gibt. Erdäpfel-Röstis, Backspezialität, Käseplatte, Wurst, Müsli, Obst, Kaffee, Glase de Vino, Auswahl de Vino, harten Alkohol, Bira, Orangensaft, Champagne, Scrambled Eggs, I like it, baby. Marmorkuchen, Banana Chocolate Sticks, Zitronenkuchen, Apfelstrudel, Topfenstrudel, Schokokuchen. Auf LA. Habe ich dir erzählt, dass Kornspitzen mit Butter und Käse mich so geflasht hat? Lukas meinte schon, könnte passieren, dass wir heute nicht nach LA fliegen. Jetzt haben wir irgendwie doch Glück gehabt, dass wir doch nach LA fliegen. Ich nehme in der Lounge nur wirklich das, was ich essen möchte. Bon Appetit. Okay. 11.30 Uhr, Boarding. Wir wissen doch beide, dass wir uns nicht beeilen. Thank you. Lukas hatte erstmal 26 Kilo, das heißt, er hatte Übergewicht. Übergepäck. Im Flugzeug wird jetzt nicht viel passieren. Wir sehen uns gleich in London. Ich werde jetzt genau das machen.
du in der Lounge schon vorgenommen hast. Wir Champagner trinken und schlafen. Kurzer London-Content für euch. How can I be gay? My bitch is homophobic. Why always be? Ich werde bei einer Sache immer voll aggressiv. Wenn du im Flugzeug schläfst und die weckt dich dann auf. Kommt doch an, wie sie mich aufweckt. Wie soll sie dich denn bitte wecken? Wer sagt eigentlich, dass es eine sie ist? Weil es gerade eine sie war. Ich werde immer sanft geweckt. Dang! Ganz ruhige Aufnahme. Ja. We're gonna be best friends. Yeah. We have 1 hour to get drunk. Oh my god. There's two men enjoying the champagne. Und dass hier Dosen gibt, 10 von 10, weil da kann man sich einfach 3 Stück nehmen, mit in den Flieger packen. Is it a Lager? Lager. Yes, I do. Two, please. Salüli. Was ist das eigentlich? Salüli, was ist das? Salüli. Mm. Wieso hast du so geilen Schaum? Weil ich schwarz bin und ihr auch. Ladies and Gentlemen, wir machen los zum Gate. Doch davor. Thank you. Also, wir wurden umgebucht an einem Lufthansa-Flug, weil es gab Eisschnee, habt ihr ja mitbekommen. Jetzt wussten wir nicht, welche Sitzplätze wir haben. Wir haben einfach einen Boardingpass in die Hand gedrückt. Okay, wie sieht's aus? Wir hatten sehr, sehr gute Plätze beim Flug davor eigentlich, die wir nicht hatten. Können wir hier vielleicht auch gute Plätze bekommen, weil jetzt haben wir Emergency-Exit-Plätze. Und vielleicht die Mitte frei, obwohl der Flug voll ist. Es lohnt sich immer zu fragen. Also, Lukas war jetzt Gruppe 3 und ich Gruppe 5, obwohl wir in derselben Reihe sind. Das ist doch nicht unser Ernst. God damn, nobody gonna sit here. Man kann uns viel erklären, aber über das Party machen kann man uns nichts erklären. Und über Sitzplätze im Flieger kriegen auch nicht. Wir sehen uns in London, Baby. Was sehen wir uns in London, Bruder? Wir sind in London. Ja, verdammt. Wir sehen uns in L.A., Baby. 7,5 Stunden gepennt auf diesem Flug und jetzt sind wir einfach in fucking L.A. Do you know what I mean? Bruder, ist das die Business Class? Die ist schon ein bisschen tight, oder? Steine. Aber da ist, ey, bye bye. Ich habe 2 Bier getrunken, kurz Abend gegessen, Augen zugemacht, Augen aufgemacht, ich glaube, ich bin schon gelandet. Es waren zwar ein paar Bier mehr, aber egal. Okay, dann machst du gleich bei. 2 mehr, oder was? Nein, 2. Wie? 2 Bier. Es waren ein paar mehr Bier. Waren es vielleicht 2. Der Mann hat uns einfach wirklich, der hat mich ein bisschen verunsichert kurz. Aber der war freundlich, aber unfreundlich. I'm breathing the dirty air. Was ist das aber für ein sexueller Bus? Gib mir so ein bisschen so Bus-Vibes. Also das hier auf jeden Fall, Ladies and Gentlemen, zu hart nach Amerika, oder? Six Rental Car. Schreibt doch gerne in dieses Video schon mal rein, was ihr so wollt, dass wir machen in L.A. Da habt ihr noch ein paar coole Ideen, auf die wir noch nicht gekommen sind. Und natürlich, es gibt auch einen zweiten Link, mein Twitch-Kanal. Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, werde ich schon aktiv. Ja. Ja, of course. Ersten Link auf jeden Fall abchecken. Twitch-Kanal. Nee, Bruder. Der Camry ist unser Auto einfach. Ja, Mann. God damn. God damn. Ich sag euch eine Sache, wenn ihr nach L.A. kommt, bucht einfach ein Auto. Unauffällig, elegant, verschlossen im Trump. Das ist das Wichtigste. Damit euch keine Sachen geklaut werden, wie zum Beispiel mir auf Ibiza. Oder besser gesagt uns. I'm a rockstar in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting lakes, home invasions. It was a good night. Take the goods to the plug, then he bring us back by 2K. Ich weiß noch, dass ich hier den Uber-Fahrer gezwungen habe, herzufahren, obwohl er das nicht bezahlt bekommen hat. Und dann stand ich genau da in der Kurve und da waren einfach Deutsche, die so, hey, wo ist Lukas? Und als ich alleine gekommen bin, da war ich genauso lange in L.A. gerade. Du kommst einfach rein bei Cody, 4 Uhr nachts oder so. Ich, und penne, schon auf, ich penne schon auf dem Ding, kommst rein, hey, bist du ein In-N-Out-Burger? Ich bin so kurz aufgestanden, hab mir einen In-N-Out-Burger gegessen und weiter gepennt. Bitte schön, so. Thank you. Thank you. Wow. Baby girl. Dieses Licht. Thank you. Warum ich diese Fries genommen habe, ich sage euch ehrlich, die sind so ekelhaft, aber genau deswegen wollte ich sie. Einfach, dass ich die auch nochmal spüren kann. Oh, das geile Getränk. Kann mir bitte einer erklären, woher Lukas diese Zitrone hat? Ich hab's gerade rausgefunden, aber ich glaube, die haben dafür diese Pepperonis gecancelt hier draußen. Also ihr seht, die ändern auch immer noch was am System. Die haben diese Pepperonis gecancelt. Ist dir aufgefallen, dass sie diese Pepperonis gecancelt haben? Ich kann mir vorstellen, dass es hier einfach nicht so viel gibt. Kann das sein, dass in der City gibt es das sicher, oder? Ja, kann auch sein, ja. Weil das so ein Touri-Ding ist hier. Einmal diese ugly-ass Fries, gell? Sind sie ugly? Aber genau richtig, gell?
Manchmal. Ich mag die einfach schon mittlerweile. Nee, ich mag sie immer noch nicht. Ja, okay, doch, man kann sie schon essen. Mit dem kannst du kurz über Kopf halten, glaube ich. Ich werde es nicht probieren, aber es geht. Wollte gerade sagen. Denken Sie alle, hype dir unnötig diesen Namen die ganze Zeit. Ja, komplett egal. Egal, was ihr euch da draußen denkt, Ladies and Gentlemen, schaut es euch nochmal genau an. Wow! Und diese Jalapenos da drin sind exponentiell wichtig. Wenn ich jemals eine Freundin noch mal in meinem Leben habe, dann muss sie so sein. Dann bin ich glücklich. Dann bin ich glücklich. Genau. Gesund, fleischig, manchmal auch zwiebelig, weißt du, ein bisschen so. Bisschen scharf. Ich muss richtig scharf. In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, wir werden dieses Meal jetzt hier genießen. Ich bin auch ein bisschen K.O., ich habe auch ein bisschen Hals- und Kopfschmerzen von dem Flug. Aber ich glaube, wir sind ziemlich fit, ausgeschlafen. Morgen in der Früh geht's los. Freut euch auf die Videos. Rein abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Moin, Meise! Bleibt gesund da draußen. Lasst euch nicht unterkriegen vom Wetter, weil wir lassen uns hier auch nicht unterkriegen. Zu leid. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Jeder von euch kann sich an Jake erinnern, der weiß noch nicht mal, dass wir hier sind. Wir haben ihn beide gemutet in der Story. Ja, Alter, wir müssen... Wer?